Ja, ich war ein bisschen tilted in der letzten Folge. Ich meine Hollerö. Ja, ich war ein bisschen tilted in der letzten Folge. Kann man das nicht skippen? Kann man das nicht skippen? Das kenne ich doch schon. Doch, bitte. So. Ich mache jetzt den Boss. Ganz easy peasy lemon squeezy. Upsa. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Gucken, was eigentlich überhaupt, was muss ich überhaupt machen, ist meine Frage. Zum Beispiel den Block. Ja, ich hab jetzt, mir einen anderen Controller geholt. Der genauso defekt ist wie der andere. Ich befürchte, es lag nie am Controller. Aber das ist eine andere Geschichte. Shit! Okay, 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 okay. Das war gut. Das war richtig gut. Richtig, richtig gut. Mann, scheiße! Ah! Nein! Oh! Ja, alles falsch gemacht. Ah, nein! Ah, der saure Sack hat nochmal angegriffen. Ah, scheiße. Nein! Aber Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Oh mein Gott, was jetzt? Oh, was jetzt? Oh no, was ist da passiert? Oh! Oh mein Gott! Oh nein, 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 wohin? Nach unten? Ja! Nein! Oh, scheiße! Was soll ich da machen? Tschüss! Nein! Kann ich nicht einfach sterben? Nein! Ah, wie dumm! Oh, da hab ich. Oh, da hab ich ja. Oh, da hab ich ja gepennt! Muss ich ja mal gucken, was ich überhaupt machen muss. Heißen Dreck, ey. Aber es reicht einfach nicht. Oh nein. Och, verdammt. Wenn das nicht mal so lange dauern würde, bis ich da bin. Weil ich hab's ja bis dahin einigermaßen flüssig drauf. Ich sterbe nur noch selten. Und auf ein neues. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da machen soll.
Ich weiß nicht mal, ob unten überhaupt die richtige Richtung ist. Könnte ja auch oben sein. Jetzt, komm, das muss reichen jetzt. Nein, da fuck. Scheiße, boah. Ich lass schon nach mit meinem Skill, weil ich nicht mehr konzentriert bin. Jetzt schon. Shit, ey. Fuck. Wo ist meine Konzentration hin? Oh nein! Jetzt verkacke ich schon früher. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Hilfe. Extrem knapp und unnötig. Nein, da fuck die Scheiße, Mann, Kacke. Uff. Hoppla. Das war knapp. Oh, komm, war's das jetzt? Oh, herrje. Die zwei sind voll süß. Nugget! Natürlich ist es noch nicht vorbei.
Boot hat immer einen Schnuller dabei. Oh, Nugget ist ja so putzig. Wo ist sie schon wieder? Nein, spiel doch nicht mit der Scherbe! Nugget, du könntest dich verletzen. Die Kavallerie ist da. Schon wieder. Er gibt wohl niemals auf. Okay.
Oh. Wow! Das war Super Meat Boy Forever und der letzte Boss war gar nicht so schwierig. Ich weiß gar nicht, warum ich so tilted war. Ist eigentlich easy peasy alles gewesen. Mann, 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 ja! Also es gibt natürlich noch viel zu tun. Ich habe natürlich mein heißgeliebte Dark World noch. Ich kann noch die ganzen Schnuller von Nuggets finden. Habe ich Nuggets gesagt? Nugget? Ich habe einfach Hunger, ich habe Bock auf Nuggets. Ich glaube, das ist es gerade. Ich kann auch diverse Charaktere freischalten. Ich kann, ich kann noch so vieles machen. Das heißt, es ist noch nicht vorbei. Ich muss nur mal schauen, wann und wie und überhaupt. Und ob. Ansonsten kann ich nur sagen, dass Super Meat Boy Forever auf jeden Fall ein interessantes Spiel ist. Es ist natürlich offensichtlich ganz anders als der Vorgänger. Aber nicht schlechter. Autorunner, gut, muss man mögen oder nicht. Ich habe diese Art Spiel bislang noch nicht wirklich gespielt. Oh doch, doch, einmal. Wer ist denn das? Geometry Dash. Ja, das habe ich gespielt. Ist halt anders. Aber deswegen nicht schlechter. Und auch die Idee, dass die Levels Zufall generiert sind, mehr oder minder, ist eigentlich auch ganz cool. Es ist nicht so lang, erhöht auf jeden Fall den Wiederspielwert. Und wie gesagt, ich habe noch eine ganze Dark World, auf die ich so richtig Bock habe. Hat sich das Warten jetzt gelohnt auf dieses Spiel? Ja. Ich denke ja. Ich bereue es nicht, so lange gewartet zu haben. Es ist ein solides Spiel, es hat echt Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder spielen. Yeah! Außerdem mag ich die ganzen Zwischensequenzen, die sind echt cool. Die sind schön gemacht. Macht wirklich Lust. When our heroes started this journey, auf dem Cartoon. I don't think they had any idea what they were getting into. Sure, jumping over saws is one thing. That's the easy stuff. But they traveled through a fractured timeline and punched a god! All for Nugget. Had you warned them about this beforehand, it would not have made a difference. They did what they had to do and they would do it all again. Just for her. For now, though, they can live happily ever after. The end. Dr. Fetus will return. Ah, natürlich wird er return. Ja, ich weiß. Ich habe Level 1 bis 6 jetzt diesen Run nicht gemacht. Was ist denn Ox? Dead Beef. Wieso gibt es noch eine sechste Welt? Ich mag die Kirby-Anspielung. Okay, anscheinend ist die sechste Welt noch nicht freigespielt, bis auf Level 4, weiß der Henker wieso? Wieso ist denn
Level 4 frei. Ich mache mich schlau und melde mich dann wahrscheinlich in Bälde wieder mit Neuigkeiten aus Super Meat Boy Forever. Ansonsten war es das vorerst von mir. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal dann. Macht es gut. Euer Unknown D. Tschüss, Lerö. Hallo. Ich nochmal. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das mache. Ich wollte nur mal hier. Es heißt nicht Ox Dead Beef, sondern 0x Dead Beef. Just saying. Völlig verglitschtes Ding. Ich habe hier Level 4. Danke. Level 4 habe ich freigeschaltet, weil ich in der vierten Welt. Ja, danke. Hier die Warp Zone geschafft habe. Tja, das heißt, ich müsste jetzt mal im Nachhinein überall die Warp Zones finden, schaffen und dann hätte ich die sechste Welt frei. Da zum Beispiel wäre noch eine Testiomid. Ja, ja. Wisst ihr Bescheid? Ich weiß, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal dann. Danke euch aber natürlich noch fürs Zusehen bis hierhin. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir beim Failen zuzusehen. So, jetzt bin ich mal raus. Bis zum nächsten Mal dann. Macht es gut. Euer Arno. Tschüss, Nerö.